Mitarbeiter finden, großes Problem, einfache Lösung. Eine Unternehmerin schreibt mir, wir bekommen zwar genügend Bewerbungen, aber unsere Mitarbeiter, die einsteigen, die kündigen nach 3 Monaten wieder. Was ist hier falsch? Früher hat es doch auch geklappt, aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Und genau hier ist die Lösung sehr, sehr einfach. Was kostet es, wenn ein Mitarbeiter ins Unternehmen reinkommt, 3 Monate bleibt, Einschulung bekommt, noch nicht produktiv ist, einen anderen Mitarbeiter vielleicht auch blockiert durch Einschulung und. Und dann wieder kündigt. Was kostet das? Rechne dir das mal aus. Und darauf setzen jetzt die Menschen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen viel, viel mehr als noch vor einigen Jahren. Und in diesem Unternehmen wurde im Onboarding-Bereich zwar oberflächlich gesehen alles richtig gemacht, aber dieser eine Punkt wurde übersehen. Und wie ist das bei dir? Check gerade mal in deinem Unternehmen, ob ihr das vielleicht anders macht oder noch nicht so ganz berücksichtigt oder vielleicht ein bisschen nachschärfen könnt. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer hat einmal gesagt, wir stellen die Mitarbeiter aufgrund von Fachkompetenz ein und wir kündigen sie oder sie kündigen selber aufgrund von Sozialkompetenz. Und in diesem Unternehmen war genau das der Fehler. Fachkompetenz abgecheckt, überall Haken drauf, alles perfekt, super. Sozialkompetenz komplett übersehen. Das heißt, sich die Frage zu stellen, ist diese Person, die in mein Unternehmen eintritt oder eintreten möchte, ist es ein Match, ja oder nein? Passen wir zusammen? Ja oder nein? Und oft werden genau hier Kompromisse gemacht. Man sagt, ja, es ist komische Energie, komische Stimmung, passt irgendwie nicht, aber ich finde ja nichts. Ja, dann stelle ich ihn halt ein. Achte auf die Sozialkompetenz. Das heißt, schau genau, ist es ein Match? Passt es zusammen? Wie ist der Mensch vom Naturell? Passt es in unser Team? Ja oder nein? Und an dieser Stelle so wenige Kompromisse wie möglich. Wenn du die Fachkompetenz abcheckst, wenn du die Sozialkompetenz abcheckst, dann wird es dir höchstwahrscheinlich nicht passieren wie diesem Unternehmen, dass die Mitarbeiter reinkommen und dann nach 3 Monaten wieder gehen. Denn genau dieser Fehler war in diesem Unternehmen der Punkt. Sie haben das Onboarding geändert, haben Fachkompetenz und Sozialkompetenz abgecheckt und Problem gelöst. Was ist es wert, wenn 10 Mitarbeiter in diesem Unternehmen sind es sogar mehr, 10 Mitarbeiter nicht nach 3 Monaten wieder gehen, sondern bleiben. Und so wie meistens, das Problem sehr, sehr groß, kostet sehr viel Geld, sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Die Lösung sehr einfach, sehr leicht und sehr natürlich. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir. Abonniere diesen Kanal und lass es fließen. Wir sehen uns, bis bald. Bitte.